Bienvenidos a Paraguay. Ich prüfe jedes Angebot. Es könnte das Angebot meines Lebens sein. Das hat Henry Ford mal gesagt. Und diesen schlauen Grundsatz würde ich heute gerne mal anwenden bei der Prüfung eines Hotelangebotes, einer Geschäftsmöglichkeit in Paraguay. Und was dabei rauskommt, das erfährst du in diesem Video. Also, bleib dran. Paraguay, Pioniere. Es geht um ein Hotel in Aldos. Das wird zur Miete angeboten. Es hat insgesamt 12 Zimmer, jeweils mit einer Klimaanlage. Und 2 kleine Wohnungen sind auch noch mit dabei. Es ist ein eher einfacher, aber in Paraguay durchaus sehr gebräuchlicher Standard. Und der Mietpreis soll 7 Millionen Guarani betragen pro Monat. Das heißt 900 Euro Miete. Und dafür kriegt man ein ganzes Hotel mit 12 Zimmern, die dann natürlich weitervermietet werden können. Und das ist interessant. Das hat uns irgendwie die letzten 2 Tage begleitet. Und wir machen uns viele Gedanken über dieses Objekt gerade. Und ich würde diese Gedanken mal mit dir gerne teilen. Vielleicht ist das ja etwas, wo du auch irgendwie ja, drüber nachdenken könntest oder so. Ich sage vorweg, das ist jetzt kein Immobilienangebot in der Form, dass wir da irgendwie provisionsmäßig Aktien drin haben. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat ein anderer Makler angeboten und ich habe denen gesagt, dass es uns nicht darum geht, irgendwie jetzt noch Provisionen dazu kriegen, sondern dass wir eher ernsthaft darüber nachdenken, wollen wir sowas oder wollen wir es zumindest mal der deutschen und österreichischen und schweizerischen Gemeinde vorstellen. Weil wir ja da jetzt mit ganz offenen Karten spielen wollen, sagen wir auch, um welches Objekt sich das handelt, das Hotel oder die Posadas. Posada heißt Cielo Azul und befindet sich in Altos, also relativ dicht an San Bernardino. Das ist das Schild draußen. Drinnen gibt es hier so eine Art kleinen Innenhof und im Hintergrund unter diesen Rundbögen kommt dann ein Restaurantbereich. Da haben wir hier ein paar Bilder. Ich gehe das jetzt relativ schnell durch, weil ich einiges an Bildern hier habe. Wenn du die Bilder genauer betrachten möchtest, halt das Video einfach an. Aber ansonsten wäre es zu langatmig, wenn ich jetzt alles hier stundenlang kommentiere. So sieht also der Restaurantbereich aus. Bemerkenswert, bitte beachten, das ist hier nach außen offen. Da sind keine Scheiben und es ist auch keine Möglichkeit, das nach außen zu verschließen, was natürlich für die kühlere Jahreszeit auch ein paar Konsequenzen dann hat. Hinten ist ein Kühlschrank und ein Grill. Ein Herd habe ich hier nicht gesehen, könnte man reinstellen, wenn man möchte. Oder auch sowas wie eine Mikrowelle. Wir haben gar keine, wir mögen kein Mikrowellenfutter, aber egal. Da hinten ist so ein kleiner Tresen, da könnte man ein Buffet aufbauen zum Frühstück. Und hier hinten übrigens, die Tür, die man hier sieht, das ist quasi das gleiche Grundstück, ist auch der gleiche Eigentümer, aber da ist eine Wäscherei drin. Die Wäscherei ist auch von außen zugänglich. Und wer dieses Hotel betreibt, hat dann einen sehr kurzen Weg, wenn er seine Bettwäsche und die Handtücher irgendwo in die Wäsche geben möchte. Ja, ein Fernseher hängt hier mit drin. Und das sind die beiden Toiletten, die direkt angeschlossen sind an das Hotel. Da steht jetzt nichts dran, aber man kann da natürlich jetzt eine Herren- und eine Damentoilette draußen machen. Die, wie viel sind das? Keine Ahnung, 56 anderen Geschlechter müssten sich in dem Fall dann entscheiden, ob sie dann links oder rechts aufs Klo gehen wollen. So sehen die beiden Räumlichkeiten von innen aus. So, das ist jetzt stehe ich so, dass ich den Restaurantbereich links im Rücken habe. Hier also jetzt einige Stühle, da gibt es auch noch Polster für, dass das ein bisschen bequemer wird und man da nicht auf den Metalldrähten rumsitzt. Dann haben wir hier den Poolbereich, im Hintergrund ein großer Wassertank. Das ganze Objekt hat übrigens einen eigenen Brunnen, das heißt, das Thema Wasser läuft grundsätzlich mal gratis durch, bis auf die Stromkosten, die die Pumpe verursacht. Einige liegen hier und hinten dieser große Felsen dort, das ist ein Wasserfall. Die Nutzung, also wie es halt aussieht, wenn da Wasser runterrinnt, hat man mir nicht zeigen können. Das Objekt ist im Augenblick nicht im Betrieb, also das ganze Hotel nicht und von daher braucht die Pumpe da hinten von dem Wasserfall wohl auch mal wieder einen Techniker. Ja, so sieht der Pool aus. Dann hat er hier noch eine kleine Rundsitzecke.
In der Mitte würde man mit den Beinen vielleicht ein wenig kollidieren, aber eng ist ja bekanntlich gemütlich. Eine Außendusche wirkt jetzt nicht so besonders gepflegt. Da oben fehlt eine Fliese, aber wie gesagt, das ist so der normale paraguayische Hotelstandard, wenn es etwas Normales gibt. Gibt natürlich auch richtige Luxushotels in Paraguay, aber das ist der Standard, der für die meisten Paraguayer völlig normal ist. Man sieht hier unten ein bisschen Schmutz, aber wie gesagt, das Hotel ist derzeit nicht im Betrieb. Weitere Impressionen vom Pool. Dann hat man hier einen Tigo-Anschluss für Internet. Und ich gehe davon aus, es wäre zu prüfen, dass man dort auch Glasfaser kriegen könnte. Die Hauptstraße, das ist die Straße zwischen San Bernardino und Aldos, ist in jedem Fall nur etwa 100 Meter entfernt. Und ja, im Augenblick scheint das hier noch über Funk zu gehen, aber das ließe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit umstellen. Das wäre nochmal zu prüfen. Jetzt haben wir hier etliche Zimmer. So sieht das also aus. Hier rechts wäre jetzt so eine Art großer Innenhof, wo die ganzen Zimmer dann hier abgehen. Und jetzt wollen wir mal reingucken in diese Zimmer. Hier sieht man das nochmal. Rechte Hand Zimmer, geradeaus Zimmer. In meinem Rücken wären jetzt auch weitere Zimmer. Insgesamt, wie gesagt, 12 an der Zahl. Wobei ich nachher, wir kommen am Ende noch zu Kalkulationen, wo ich konkrete Umsatzannahmen mache. Da gehe ich von 11 Zimmern aus statt 12. Warum? Weil das Zimmer Nummer 12 nach Schimmel riecht und ich würde in dem 12. Zimmer nicht wohnen wollen. Die anderen Zimmer sind okay. Da kann man durchaus wohnen und wenn man da wohnen kann, kann man sie auch vermieten. Die Zimmer haben Schilder hier mit den Namen drauf. Arahuvi und Yassi und Ijo oder wie man da spricht, keine Ahnung, ist wohl Borani. Man kann natürlich andere Schilder rüberhängen und für den europäischen Gaumen gebräuchlichere Namen verwenden, was weiß ich, Stockholm, Oslo und Helsinki, keine Ahnung, wie man die Zimmer dann nennt, bleibt ja jedem freigestellt. So sieht das jetzt drinnen aus. Es gibt also Zimmer, die haben einfach nur ein Doppelbett drin mit einer Breite von etwa so 1,60 und es gibt andere Zimmer, die sind für mehrere Personen ausgelegt, wie zum Beispiel dieses Zimmer jetzt mit offensichtlich einem Doppelbett und zwei Einzelbetten. Fernseher ist immer drin in den Zimmern. Hier sehen wir auch einen Ventilator und Klimaanlage ist auch in jedem Zimmer drin. Das ist also schon mal, also nicht der unterste Standard mit Klimaanlage und Fernseher dabei. Die Betten selber sind überraschend gut. Das hatte ich so, glaube ich, nicht erwartet. Aber die Eigentümer sagte, das sind die normalen Hotelbetten sozusagen. Also das ist ein Hotelbettenstandard. Die müssen ja auch ein bisschen was aushalten und ein bisschen langlebiger sein als andere Betten. Und ja, da kann man gar nicht so drüber meckern. Hinten jetzt das Badezimmer. Das ist hier einfach gestaltet. Also das ist dieses Weichplastik mit dieser Klobrille, die sich immer tiefer legt, weil sie mit Luft gefüllt ist. Und wenn du dich draufsetzt, dann lässt sie halt die Luft ab. Manchmal Geräusche von sich, dass du dich dann fragst, wer von euch beiden das jetzt war, die Klobrille oder du. Rechts das Waschbecken, hier oben noch der Spülkasten, alles aus diesem einfachen Plastik und hinten diese Duschköpfe, die das Wasser eben mit Strom direkt erhitzen. Die Badezimmer sind in allen Räumen ziemlich gleich. Von der Größe her gibt es ein, zwei noch größere, aber ansonsten kann dieses Bild eines Badezimmers schon stellvertretend stehen für alle anderen Badezimmer auch. Jetzt gehe ich mal so im Schnelldurchlauf weitere Zimmer hier durch. Klimaanlage sehen wir hier von der Firma James, wie sie hier genannt wird, statt James. Glaube ich, ein englischer Hersteller, wenn mich nicht alles täuscht. Andere sind von Haustech. Eine Uhr findet man auch mal hier drin. Hier ist mal eine etwas größere Dusche. Auch da wieder Fernseher und darüber eine Klimaanlage. Das nächste Badezimmer und der nächste Fernseher. Die Bilder gleichen sich ein Stück weit. Du bekommst hier sicherlich eine Idee von der allgemeinen Qualität der Zimmer. Wie diese Zimmer übrigens vermietet werden, darauf komme ich im hinteren Teil der Präsentation noch drauf. Hier jetzt auch mal mit Bettwäsche und Handtüchern drauf. Dreibettzimmer. Also die Belegung geht bis zu 5 oder 6 Personen. Wir sehen das nachher in der Preisliste. Nächste Badezimmer hier. Hier so ein Doppelzimmer. Übrigens, das ist kulturell interessant hier.
In Paraguay ist es so, wenn jemand Immobilienfotos macht, dann wird der Klodeckel immer geöffnet dafür. In Deutschland wird er immer geschlossen. Wir hatten das anfangs als Nachlässigkeit der Paraguayer gedeutet, dass es denen einfach egal ist, ob der Klodeckel offen oder geschlossen ist. Und dann sagte man uns, nee, der muss geöffnet sein, weil ein geschlossener Klodeckel würde zeigen, man hat was zu verbergen. Und wenn der Klodeckel geöffnet ist und man in die Kloschüssel reinschauen kann, dann ist das ein Zeichen, dass man ja einfach ganz offen ist und zeigt, hier bei uns ist alles sauber, kannst auch ins Klo reingucken. Ganz interessant, dass das so unterschiedlich gesehen wird. Ja, da habe ich heimlich ein Selfie gemacht hinten im Spiegel. Kommode ist manchmal drin. Man findet in diesen Zimmern übrigens keine Schränke. Ich sage das bewusst, weil ein Geschäftsmodell wäre ja eine Langzeitvermietung. Und dann würde ich zumindest mal irgendwie Regale reinstellen oder auch einen Schrank, dass man mal ein paar Sachen weglegen kann. Aber dadurch, dass es im Augenblick auf ja, Kurzfristvermietung für Wochenenden und so ausgelegt ist, hält man die Schränke offensichtlich für entbehrlich. Hier hat man so eine kleine Nische neben einem der Zimmer genutzt für einen Tisch, der natürlich dort perfekt reinpasst. Die Stühle stören jetzt ein wenig, weil es ein bisschen eng ist, aber gut. Das nächste Zimmer, der nächste Fernseher, die nächste Toilettenschüssel. Also die Zimmer sind von der Qualität her alle doch recht ähnlich. Man findet immer wieder die gleiche Kommode, den gleichen Fernseher, den gleichen Bettentyp. Die Klimaanlagen variieren. Wir haben schon James gesehen. Hier kommt jetzt Tokio und Haustech war auch noch dabei. Der Bereich, den wir eben gesehen haben, der ist jetzt hier im hinteren Bereich. Links ist eine Reihe mit 3 Zimmern. Dann haben wir hier, meine ich, 4 Zimmer. Und hier hinter dem Haus, was man hier vorne sieht, geht noch eine weitere Zeile lang, wo, meine ich, weitere 5 Zimmer müssen es dann sein, sind, sodass das insgesamt 12 Zimmer sind. Das in der Mitte jetzt hier ist so ein Haus mit 2 Schlafzimmern. Das wird so als so eine Art ja, Betreiberhaus genutzt. Also wer die ganze Anlage betreiben möchte, der könnte in dieses Haus hier einziehen und sitzt dann quasi mittendrin, hat alles im Blick und alles unter Kontrolle. Das ist die Terrasse dieses Hauses. Man kann das auch fertig machen und mitvermieten, denn hätte man eine weitere Wohneinheit zum Vermieten. Man kann es auch irgendeiner Betreiberfamilie übergeben, nach dem Motto, wenn man das betreiben möchte, ist es gut, wenn man vor Ort ist und nicht jedes Mal Wege zurückzulegen hat. Das ist jetzt in diesem Haus drin. Oben sieht man einen Monitor einer Überwachungskamera. Eine Kamera ist gut. Insgesamt sind es offensichtlich hier 15 Kameras, die verteilt sind. Und hier läuft das Ganze zusammen. Und der Betreiber der Anlage hat von hier aus einen ganz guten Überblick. Das Schlafzimmer hier ist ein bisschen vollgemüllt. Das könnte aber rausgenommen werden, sagte die Vermieterin, dass man hier auch selber einziehen könnte, wenn man mag, auch mit eigenen Möbeln. Links ist das zweite Schlafzimmer, auch das ein bisschen vollgestellt und rechts halt ein relativ großes, aber doch sehr überschaubar möbliertes Badezimmer. Alles jetzt in diesem Betreiberhaus sozusagen, wo man als Betreiber der Anlage auch selber drin wohnen könnte. Das ist jetzt die zweite Wohnung, wenn man so möchte, die noch extra ist, zusätzlich zu den 12 Zimmern. Hier Kühlschrank und Sessel und so und ganz wichtig, eine Tür nach draußen. Das heißt, hier könnte man beispielsweise eine Art Rezeption einrichten. Wenn jetzt neue Gäste kommen, dann würden sie erst in dieses Büro dann hier reingehen, an die Rezeption und von da aus würden sie halt ihre Schlüssel dann kriegen und dann ihre Zimmer beziehen können. Das ist der gleiche Raum, wo wir eben den Kühlschrank gesehen haben. Ein Fernseher ist hier oben noch montiert und Klimaanlage natürlich. Und das ist der Raum direkt daneben. Deshalb sage ich, dass es eine kleine Wohnung ist. Hier hinten wieder diese Gittertür nach draußen mit dem Kühlschrank. Und hier in dem Nebenraum sind 2 Betten. Interessant finde ich allerdings auch, dass hier an der Wand noch Anschlüsse sind. Hier könnte man auch Waschmaschinen hinstellen. Hier sind Wasseranschlüsse und sowas. Man könnte hier sicherlich auch noch einen Herd hinstellen oder 2. Weil ja die Zimmer selber, ja, die haben keine Minibar, die haben keine Miniküche, die haben nichts. Und hinten in dem Restaurantbereich, da kann man sicherlich irgendwas hinstellen. Aber die Frage ist dann, wo würden die Leute sich mal was kochen? Das kann hinten in dem Restaurantbereich sein. Man könnte jetzt auch diesen Bereich hier nutzen und sich noch einen Herd hier reinstellen. Und der wäre dann für alle. Kann man machen, wie man möchte.
Hier hinter übrigens, hinter dieser Wand, befindet sich noch das Badezimmer hier von diesem Extrabereich und die bereits oft gesehene Kommode, die hier in keinem der Räumlichkeiten fehlen darf. Jetzt mache ich mal eine sogenannte SWOT-Analyse. Wer aus der Welt der Betriebswirtschaft kommt, weiß, was das heißt. Das heißt Strengths und Weaknesses und Opportunities und Threats. Also die Stärken und Schwächen und Chancen und Risiken möchte ich mal durchgehen. Die Stärken des Objekts sind es, wir haben hier 12 Zimmer mit 2 extra Wohnungen, die man noch extra vermieten kann oder für Betreiber oder sowas verwenden kann. Es gibt eine bereits sehr gute Buchungssituation, die etwa so die Temporada umfasst, das heißt so Mitte Dezember bis Mitte Februar. Da ist das Haus nach Aussage der Vermieterin wirklich gut gebucht, also mit im Grunde Vollauslastung. Und das ist ihr auch zu glauben, wenn man die Gegend hier kennt, San Bernardino, Altos, und weiß, was hier im Januar los ist, dann glaube ich ihr das einfach mal. Das heißt, im Monat Januar, das ist der Haupturlaubsmonat, wären wohl über 10.000 Euro Umsatz an der Stelle erzielbar. Und wenn ich jetzt noch den halben Dezember und den halben Februar dazu nehme, dann glaube ich, in diesem Monat, also halber Dezember plus halber Februar, sollten es mal vorsichtig gerechnet immer noch über 5.000 sein, die erzielbar wären. Es wird manchmal das ganze Objekt für Veranstaltungen vermietet. Jetzt im Juni wird wieder eine sein. Da wird eine Hochzeitsgesellschaft kommen und dort eine Hochzeit feiern. Und die Hochzeitsgäste werden dann halt in den Zimmern einquartiert. Und dafür zahlt der Kunde, ich weiß gar nicht, ob das jetzt für einen Tag ist oder eine Übernachtung oder wie lange das am nächsten Tag noch mitgeht, aber er zahlt insgesamt 8 Millionen Guarani. Dafür, das sind im Augenblick gut 1.000 Euro. Das ist jetzt für einen Tag. Das geht jetzt, weil im Augenblick das Objekt nicht betrieben wird und ja alle Zimmer leer und verfügbar sind. Interessant auch genau gegenüber vom Grundstück ist ein Fußballplatz mit, also das ist so ein, also nicht die Originalgröße, ne? So, ich sag mal, so ein halber Fußballplatz im Grunde mit 2 Toren. Und ein Rasenstück. Und der wird im Augenblick auch als Parkplatz genutzt und gehört zu dem Mietobjekt mit dazu. Man könnte auch in der Anlage parken. Die Betreiberin, die Vermieterin hat mir erzählt, das haben sie in der Vergangenheit gemacht. Dann wird es aber, wenn es voll belegt ist, mit den Autos eng. Und dann streiten die sich manchmal, weil der eine den anderen zugeparkt hat. Und das hat sie irgendwann genervt. Und dann hat sie gesagt, so geparkt wird jetzt draußen. Gegenüber ist ein Tor, da könnt ihr auf den Rasen drauf fahren und gut. Und auch positiv die Wäscherei, wir haben das in einem der frühen Bilder eben gesehen, ist quasi im Haus. Also da kann man sicherlich einen Vertrag abschließen mit der Wäscherei über die Bettwäsche, dass die dort gewaschen und wieder neu zur Verfügung gestellt wird. Ich habe die Betreiberin der Wäscherei gefragt, was sie denn dafür nehmen würde, für so einen Zimmerwechsel, einmal Handtücher und Bettwäsche wechseln. Und die ehrliche Antwort ist, sie wusste es nicht. Sie konnte mir keinen Preis machen. Das liegt daran, dass das alles Familie ist und dass die da jetzt keine getrennten Buchführungen gemacht haben, getrennten Kassen. Das ging einfach alles so durch, sodass sie diese Kalkulation, was sie das eigentlich kostet, wenn sie da eine Maschine Wäsche wäscht, die Kalkulation hat sie offenbar nie gemacht. Ich vermute mal, das könnte so im Bereich von etwa so 30, 35.000 Guarani in der Größenordnung liegen, wenn sie einmal für ein Zimmer da die Bettwäsche und die Handtücher wäscht. Aber wie gesagt, das ist eine Vermutung. Wenn es teurer wäre, würde ich woanders hingehen und dann hat sie halt das Nachsehen. Also 30, 35.000 Maximum vielleicht. So, dann haben wir auch ein paar Schwächen. Das Zimmer Nummer 12 mit Schimmelgeruch. Ich würde da nicht einziehen. Kann man vielleicht auch was gegen tun, aber im Augenblick wäre es für mich eher so ein Abstellraum, so ein Depositum, wo der ganze Krempel reinkommt, den man nicht gebrauchen kann. Wir haben ein Zimmer, da ist so ein Fensterladen davor. Und wenn man genau hinguckt, stellt man fest, dass da gar kein Glas drin. Also es ist gar kein richtiges Fenster, sondern nur der Fensterladen. Das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade in der kalten Jahreszeit. Aber da Abhilfe zu schaffen, ist mit das Einfachste von der Welt. Wenn ich jetzt einen Glaser kommen lassen würde, der würde dort wahrscheinlich für 30, 40 Euro auch ein Fenster einbauen. Das ist nicht so komplex. Dann haben wir als Schwäche, dass bei dem gegenwärtigen Modell die Auslastung für etwa 10 Monate im Jahr, vielleicht 9,5 Monate, die Osterwoche dürfte nämlich auch ganz gut gehen, ist die Auslastung gering. Und zwar so gering, dass die Eigentümer im Augenblick sagen, da machen wir lieber zu, weil der Aufwand, das dann zu betreiben, lohnt sich einfach nicht, ne? Von daher haben sie es jetzt in der letzten Saison bis Februar rein betrieben. Und dann haben sie irgendwann dicht gemacht und gesagt, so in einem Jahr wieder, dann geht die Saison wieder los und dann lohnt sich es auch richtig.
und in der Zwischenzeit nicht so richtig. Eine Schwäche ist das Thema Erhaltungsaufwand. Das ganze Objekt wurde 2018 wohl erst eröffnet. Ich gehe mal davon aus, wenn man so, also wenn man Immobilien hat, hat man immer irgendwie einen Renovierungs- oder Instandhaltungsaufwand. Und wenn man ein Hotel hat, glaube ich, noch mehr. Also wohl dem, der irgendwie handwerklich geschickt ist und ein bisschen was auch selber machen kann. Das finde ich persönlich sehr schwer kalkulierbar, weil ich keine Erfahrungswerte habe. Aber dass hier und da was anfällt, das ist sicherlich keine Frage. Die Vermieterin sagt zu, dass sie das Objekt picobello in Schuss bringt und was jetzt zu tun ist, wird auch noch gemacht bis zur Übergabe. Und dann wäre mit ihr zu verhandeln, wie das mit laufenden Instandhaltung und Reparaturen aussieht. Aber realistisch gesehen werden die beim Mieter liegen und nicht beim Vermieter. Eine weitere Schwäche ist, dass es keine Kochmöglichkeiten oder keinen Kühlschrank im Zimmer gibt. Letzteres ließe sich relativ einfach beheben. Kochmöglichkeit im Grunde auch. Es gibt so mobile Kochplatten, die da mit Strom funktionieren. Könnte man da reinstellen, aber na, braucht man auch wieder einen Tisch, wo man das erstmal draufstellen kann. Und ja, also man kann die Zimmer sicherlich aufmöbeln. Und der bereits gesehene Restaurantbereich ist eben offen und ist damit ein Stück weit der Witterung ausgesetzt. Die Chancen, da sehe ich doch einige. Die habe ich jetzt selbst auf zwei Folien verteilt. Die erste Möglichkeit wäre eine Langfristvermietung an Europäer. Das heißt, wenn man jetzt weiß, man kriegt da oder man zahlt im Monat 900 € in etwa für die Miete, 7 Millionen Guarani und ein bisschen was für Nebenkosten. Wir sehen die konkreten Zahlen gleich. Naja, man hat dafür 12 Zimmer oder 11 Zimmer und 2 kleine Wohnungen. Das kann man ja auch langfristig vermieten. Und dann ist die Frage, was kriege ich dafür? Und je nachdem, was ich kalkuliere, kann es sein, dass ich mit 4, 5 Zimmern meine Kosten gedeckt habe. Und wenn ich 8 Zimmer vermietet habe, habe ich keinen großen Stress, weil es kein Hotelbetrieb ist. Und ich habe dann jeden Monat irgendwie meine 5, 6, 7, 800 € extra als Einkommen hier. Nicht so schlecht. Aber kann man das vermieten? Für welchen Preis? An Europäer? Das ist eine Frage, die ich nachher noch konkret stellen werde. Die zweite Chance. Sehr dicht dran befindet sich ein großes Barrio Cerrado mit dem Namen Aqua Brava. Das ist in einer sehr frühen Phase. Da rollen gerade noch die Bagger und machen die Baugrundstücke fertig. In späteren Zeitpunkten, ich denke mal so in etwa 18 Monaten, vielleicht 24 Monaten, werden Menschen dort anfangen, Häuser zu bauen. Und ich kann das aus Erfahrung berichten. Ich weiß, dass in diesen großen Barrios, wenn da wirklich viele Häuser parallel gebaut werden und die ganzen Bauteams da auf den Baustellen sind, dann reden wir davon, dass unter Umständen jeden Tag etwa 1000 Menschen in so ein Barrio reinströmen, um dort zu arbeiten. Nur an Bauarbeitern. Und dazu kommen die ganzen Lieferanten und so. Also da ist dann richtig Betrieb. Die Mietmöglichkeiten für günstige Zimmer gehen gegen null in der Region. Da gibt es einfach nicht viel. Ich habe mal gegoogelt nach Mietobjekten generell in Aldos. Da fand ich 12. Davon waren 7 oder 8 in Aqua Village. Das ist also Luxusbereich. Das kostet ein paar tausend Dollar. Das ist nicht für Arbeiter gedacht. Und da gab es ein einziges Haus, das kostete 2,6 Millionen pro Monat. Und alles andere waren Luxusimmobilien. Also wer wirklich für den normalen Geldbeutel in Aldos mieten möchte, findet im Augenblick nichts. Das finde ich interessant. Realistisch gesehen, wenn ich sage 1000 Bauarbeiter, ein Bauunternehmer würde sowas, was wir hier jetzt gefunden haben, nicht für seine Bauarbeiter buchen. Dafür ist es too much. Also mit Pool dabei und die Zimmer klimatisiert. Die Bauarbeiter hier in Paraguay schlafen teilweise unter sehr einfachen Verhältnissen und für sehr, sehr wenig Geld. Und wenn da jetzt so ein Zimmer auch nur, ich weiß es nicht, 1 Million kosten würde pro Monat, 128 € wären es, das würde der Bauunternehmer für seine Mitarbeiter wahrscheinlich eher nicht buchen. Aber unter den 1000 Mitarbeitern, die dann da in 2 Jahren wahrscheinlich jeden Tag kommen werden, jetzt sind auch schon welche da. Dadurch, dass die Bagger rollen, sind ja auch Architekten und so vor Ort. Also auch da kann man nach Mietern suchen. Architekten, Bauleiter und solche Leute, das sind schon Leute, das sind ja quasi die, ja, Deluxe-Bauarbeiter, wenn ich das mal so sagen darf, wenn wir die Architekten diese Formulierung nachsehen. Ich weiß, ein Architekt ist kein Bauarbeiter, aber ich will damit sagen, Bauleiter und Architekten sind Menschen, die auch auf Baustellen zu finden sind und die ein anderes Budget haben. Und in dieses Budget, dieser Zielgruppe, passt das Objekt ohne weiteres rein und die Qualität ist für die auch völlig in Ordnung. Da gibt es also mögliche Kunden. Dann haben wir das Thema der Kurzfristvermietung.
Wenn man das Ganze über Airbnb anbietet, hätte man natürlich deutlich bessere Erträge, aber auch mehr Arbeit. Da musst du gegebenenfalls ein Frühstück zur Verfügung stellen und musst das irgendwie organisieren oder selber dich jeden Morgen in die Küche stellen und Rührei machen. Das steht dir frei. Aber es ist interessant, dass es mehrere Optionen einfach gibt. Eine weitere Chance wären Pauschalreisen. Das ist ganz ehrlich ein Thema, über das Lia und ich immer mal wieder so latent nachdenken. Wir haben noch nicht so die Zeit, um das mal anzugehen. Aber ich will es mal so formulieren. Wer von euch den Film Forrest Gump gesehen hat, der weiß, dass Forrest Gump das am Ende des Films wirtschaftlich wirklich geschafft hat und im Leben das machen kann, was er möchte. Und er entscheidet sich dann sozusagen als höchste Stufe der menschlichen Entwicklung für ein Aufsitzrasenmäher, weil er einfach gerne Rasenmäher fährt und er das so toll findet, den ganzen Tag Rasen zu mähen. Für mich in der Situation wäre das, glaube ich, irgendein Tourbus und Reisebus und man gibt mir Mikrofon und ich kann die Fahrgäste zutexten und sie können auch nicht weglaufen an der Stelle. Ne? Also das wäre für mich etwas, was mir sehr viel Spaß machen würde. Und wir denken immer wieder drüber nach. Damit würden wir nicht das Hotel komplett füllen können. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zweimal pro Jahr so eine Tour anbieten, weiß nicht, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst oder so, und dann jeweils für 2, 3 Wochen Gäste im Hotel haben und Kleinbusse stehen ab Altos zur Verfügung, da haben wir ganz gute Kontakte. Und dann kann man sagen, wir fahren mal in andere Ortschaften, um die kennenzulernen, sei das jetzt in der Region, irgendwie nach Kaakupé, nach Nueva Colombia, San Bernardino oder nach Arigua oder nach Asunción. Oder fahren wir weiter weg Richtung Villarrica, Independencia oder noch weiter Richtung Encarnación, Huanao, Bellavista. Die Möglichkeiten hätten wir, oder mal zu den Wasserfällen Touren zu machen. Oder eben auch Touren so Richtung Baumärkte und einfach um sowas mal zu zeigen, was es da für Möglichkeiten gibt in Paraguay. Es juckt. Also wir haben da Lust drauf. Und der Erwerber dieses Hotels kann sowas natürlich auch machen. Oder Erwerber, also der Mieter. Und eine weitere Chance ist, den Standard zu erhöhen und damit auch die Preise erhöhen zu können. Ich komme gleich auf die Zahlen, aber ich darf sagen, so ein normales Zimmer hier bei einer Personenbelegung mit 2 Personen wird im Augenblick angeboten für 300.000 Guarani. Das sind über den Daumen so in etwa 38 Euro. In dem Betrag inklusive ist das Frühstück und auch die Mehrwertsteuer. Ja, jetzt mal zu den Risiken. Ein Risiko wäre, dass der Standard, der dort geboten wird, von den Europäern als zu gering empfunden wird und dass die sagen, sorry, aber wenn ich jetzt 2, 3 Monate in Paraguay mal lebe, vielleicht um mich zu orientieren, wo ich langfristig wohnen möchte, dann ist mir das alles ein bisschen zu dünn, was ich da vorfinde. Das kann man natürlich dann aufmöbeln, Kühlschrank in die Räumlichkeiten rein und einen Schrank dazu, dann sieht das alles schon ein bisschen freundlicher aus. Oder aber was ich persönlich tun würde, es gibt ja so schöne große Bilder, teilweise aus mehreren Teilen, und ein Bild kann doch den Charakter eines Raumes sehr stark verändern. Und hier gibt es richtig schöne Bilder, so für 10, 12 Euro, und das wäre für mich die beste Investition. Im Augenblick hängen da auch Bilder, aber das wirkt so ein bisschen wie bei Rudis Resterampe irgendwie zusammengesucht. Hauptsache Bild, die Bilder passen thematisch überhaupt nicht zusammen, schön sind sie auch nicht, aber die Bilderhaken sind halt benutzt an der Stelle. Es ist auch nicht, meins wäre es jetzt nicht. Also ich würde da vernünftige Bilder aufhängen. Ein Risiko ist das Personal. Wer immer die Vorstellung hat, dass man da möglichst wenig tun möchte, sondern das delegieren möchte, offen gestanden, das wäre unsere Vorstellung, dem sei gesagt, das funktioniert nicht. Du musst im Grunde selber irgendwie auch Präsenz zeigen. Du musst vor Ort sein. Du musst dem Personal auf die Finger gucken. Ansonsten machen die nicht das, was du beabsichtigt hast. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also es mag auch in Paraguay Personal geben, was fantastisch ist, aber es ist nicht so einfach zu finden. Das muss man ganz offen sagen. Ich finde den Wartungsaufwand sehr schwer kalkulierbar. Ich habe noch nie ein Hotel gehabt. Und was da jetzt so pro Monat kaputt geht und was da für Kosten entstehen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber irgendwas bestimmt. Und schließlich noch das Thema, dass du ohne klares Konzept und Marketing die Vermietbarkeit schwierig realisieren kannst. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich bin Marketing-Experte, ich habe ein tolles Konzept, ich fülle das Ding schon, dann kann das hochgradig profitabel werden. Aber ansonsten sind wir mal realistisch. 2,5 Monate des Jahres ist es easy, easy going, also in der Saison.
Da vermietest du das spielend, wenn du in den entsprechenden Börsen bist und auch die Stammkunden nutzt, die das im Augenblick schon kennen und die immer gerne mal wiederkommen. Aber darüber hinaus ist es schwieriger. Da muss man wirklich was tun, um da erfolgreich zu sein. Hier sehen wir mal die Preise. Die sind jetzt mal nur in Guarani. Single 150.000, das sind wie viel? Ich mache das jetzt mal so geschätzt. Ich denke mal etwa so 21 Euro vielleicht. Ja, 20, warte mal, 20 wären im Augenblick 105, ein bisschen unter 20 Euro. Doppel wären dann halt ein bisschen unter 40 Euro und Triple, also mit drei Betten drin, ein bisschen unter 60 Euro. Quadruple ein bisschen was unter 80 Euro und Quintuple dann vielleicht irgendwie so im Bereich von 700.000 Guarani. Was haben wir für einen Kurs? 7.779. Das wären ziemlich genau 90 Euro müssten das sein, meine ich, ne? Genau. Also 90 Euro für ein Fünf-Bettzimmer. Frühstück ist in diesem Preis inklusive. Das müsste dann gestellt werden bei der Möglichkeit der kurzfristigen Vermietung. Und alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Wenn mich nicht alles täuscht, beträgt die Mehrwertsteuer auf Hoteldienstleistungen in Paraguay, ich meine, 5% und nicht der normale Satz von 10%. Wir haben monatliche Fixkosten. Die Miete war schon auf der ersten Folie drauf, um ein bisschen neugierig zu machen. Also die Mietkosten für das Gesamtobjekt betragen 900 Euro pro Monat. Alle Angaben hier sind jetzt von der Vermieterin. Sie sagt, Strom zahlen sie im Schnitt etwa so 1 Million Guarani und 128 Euro pro Monat. Das verteilt sich sehr unterschiedlich. In den Monaten, wo kaum Mieter da sind, ist natürlich auch kaum Strombedarf. Und wenn im Januar alle Zimmer vermietet sind und alle Leute reißen ihre Klimaanlage auf, dann wird das sicherlich auch das Doppelte oder Dreifache von dieser Million hier. Aber im Jahresdurchschnitt dürfte das mit der Million ganz gut hinhauen. Weitere Kosten für Poolpflege. 500.000 Guarani. Das ist dann der, ja, Poolpfleger. Das ist ja hier ein richtiger Beruf. Der kommt dann vorbei, so mehrfach im Monat und gibt da irgendwelche Chemikalien in den Pool rein. Die Chemikalien gibt es übrigens noch, die kosten extra. Die sind hier nicht enthalten. Aber das ist jetzt nicht so aufwendig, dass man das hier als Extraposition aufführen müsste. Internet habe ich kalkuliert mit etwa 500.000. Im Augenblick haben die einen Vertrag mit 269.000. Bandbreite konntest du mir nicht sagen. Und einloggen konnten wir uns auch nicht, sonst hätte ich selber gemessen. Und wenn ich jetzt mal rechne, man hätte dort Internet und Kabel-TV, also beides zusammen und dann so ein Tigo-Vertrag, im Augenblick ist ja auch Tigo, dann sind wir eher bei, ich meine, 400.000 pro Monat. Und dann wirst du noch den einen oder anderen Repeater brauchen. Der kostet bei Tigo dann extra. 500.000 habe ich gerechnet, das müsste in etwa hinhauen. Wasserkosten keine, weil eigener Brunnen. Und dann haben wir in Summe etwa so Kosten, die jetzt fix anfallen, jeden Monat von rund 9 Millionen Guarani, also etwa 1156 Euro nach aktuellem Kurs. Das sind aber nicht alle Kosten. Die Frage ist ja, wie kalkuliere ich Instandhaltung und Reparaturen? Habe ich jetzt hier keine Position angesetzt, einfach weil ich es nicht weiß, aber Merkposition sollte man im Kopf behalten, da wird es irgendwas geben. Dann das Thema der Zimmerreinigung. Weiß ich auch nicht, aber habe ich eine klare Idee. Wie lange dauert das, so ein Zimmer zu reinigen? Ich sag mal, also jetzt mal negativ gerechnet, eine Stunde. Mit Bad wahrscheinlich weniger, aber ich rechne jetzt mal eine Stunde. Und in einer Stunde kriegt so eine Reinigungskraft, wenn sie gut bezahlt ist, dann hat sie, naja, 10.000, 12.000 Guarani in der Größenordnung. Also, das sind ja einfache Tätigkeiten. Und wenn sie dafür einen 8-Stunden-Tag 100.000 hat, dann sind das 12.500. Ich denke, das passt ganz gut. Bettwäsche und Handtücher waschen, konnte mir die Dame aus der Wäscherei ja nun nicht sagen. Schade. Aber ich kalkuliere jetzt mal etwa so mit 35.000 Guarani. Das gilt ja dann auch nicht pro Nacht, sondern pro Wechsel. Man wird ja nicht jede Nacht die Bettwäsche wechseln. Aber, oder vielleicht macht man das auch, je nachdem, wie du das machen möchtest. Aber wenn man, ja, wenn man da irgendwie Mieter für 3 Tage hat, dann würde man vielleicht die Handtücher ständig wechseln und die Bettwäsche nicht. Ich weiß es nicht. Das liegt, denke ich mal, an dir. Kannst diese tollen Schildchen hinstellen, wo dann draufsteht, weißt du, wie viel Waschpulver jedes Jahr verschwendet wird, weil Handtücher täglich gewaschen werden. Du kennst das alles, ne? Und ja, Frühstück.
ist auch die Frage, wie üppig macht man das und was kostet mich das? Und gegebenenfalls dann halt Marketingkosten für Anzeigen, irgendwelchen Immobilienbörsen oder ja, das sind also mögliche variable Kosten, die anfallen können, je nach Vermarktungskonzept. Jetzt habe ich mal Umsatzerwartungen kalkuliert. Das ist jetzt das, was auf meinem persönlichen Mist gewachsen ist. Ich habe 5 Szenarien. In den Szenarien 1 bis 4 geht es um eine kurzfristige Vermietung, mehr oder weniger gut. Und Szenario Nummer 5 ist eine Langzeitvermietung. Die Begriffe pessimistisch, realistisch, optimistisch und gute Ideen und harte Arbeit, die habe ich jetzt mal so dahingeschrieben. Ich spekuliere hier an dieser Stelle nur und ich spekuliere immer lieber zu vorsichtig als zu unvorsichtig. Also die Zahlen hier finde ich alle konservativ. Es kann auch sein, dass das Szenario 3 das realistische ist und 4 ist das optimistische. Ich weiß es nicht. Das kommt eben auch darauf an, wie viel Herzblut der Mieter hier reinsteckt und was er hier für Marketingaufwendungen hat und was er für Ideen hat, da Miete reinzukriegen. Wir gucken uns das mal durch. Also Szenario 1 pessimistisch. Ich habe hier im Januar eine Auslastung von 70% kalkuliert. Das ist aber auch der Haupturlaubsmonat und die 70%, die sind pessimistisch. Im Januar ist hier einfach jede Hundehütte vermietet und das für relativ teure Preise. Februar und Dezember habe ich mit nur 30% gerechnet und die anderen Monate, du siehst es selber, meistens 10%. November ein Tick mehr, April ein bisschen mehr, weil da vielleicht gerade Ostern ist. Und dann komme ich hier auf insgesamt 230 Millionen Jahresumsatz. Das sind knapp 30.000 Euro. Das ergibt sich aus 769 Übernachtungen. Das ist eine Überschlagrechnung. Ich habe einfach mal gesagt, ich rechne jede Übernachtung mit 300.000. Das ist fiktiv. Es kann theoretisch Einzelmieter geben, die würden ja bloß die Hälfte bezahlen, aber dann hast du wieder welche, die kommen mit 3 und 4 Personen, die zahlen dann 150.000 oder 300.000 mehr. Und wir rechnen hier einfach mit 300.000, um irgendeine Kalkulationsgröße zu haben. Dann wären es halt 769 Übernachtungen. Dann rechne ich hier die Fixkosten von 108 Millionen. Das sind die 9 Millionen, die wir gesehen haben, also die Miete und Strom und Poolpflege und sowas mal 12. Und meine variablen Kosten hier sind 40.000, die ich gerechnet habe. Das wäre jetzt für die Reinigung, für die Wäsche und für Frühstück. Ist eigentlich ein bisschen wenig. Ich hatte Frühstück hier, glaube ich, noch gar nicht berücksichtigt. Also rechne Frühstück auch nochmal. Rechne nochmal das Doppelte da. Also 80 statt 40, dann hättest du nochmal 4.000 weniger, dann bleiben am Ende nicht 11.800, sondern nur 7.800 übrig. Also die Erkenntnis ist, im pessimistischen Szenario bleibt noch was, aber reich werden geht anders. Aber man zahlt wahrscheinlich nicht drauf an der Stelle. Dazu ist es doch schon zu interessant. Ach so, und ich habe hier eine Linie für Personal, eine Zeile und da habe ich 0 reingeschrieben. Das heißt, bei den Umsätzen hier, bei der Auslastung, wäre eben die Grundarbeit, also jetzt kassieren und sowas alles und Zimmer übergeben, das wäre alles in den Händen der Betreiber. Dann haben wir das Szenario 2, realistisch. Jetzt bin ich schon bei einer Auslastung von 90% im Januar, weil du vielleicht nicht immer direkt Anschlussmieter bekommst. Der eine fährt am Donnerstag nach Hause und der nächste kommt erst am Sonntag, dann hast du halt 2 Übernachtungen frei dazwischen. Ne? Dann hättest du im Januar hier einen Umsatz von 11.800, Februar 5.900 und die anderen Monate hier so mit 2.000-3.000, Dezember nochmal über 6, insgesamt 1.302 Übernachtungen, variable Kosten, auch hier wieder würde ich eher noch erhöhen, weil wir Zimmerreinigung brauchen. Es sei denn, das ist jetzt hier durch das Personal schon abgedeckt. Wir brauchen aber in jedem Fall Frühstück und wir brauchen die Reinigung der Bettwäsche. Personal habe ich jetzt hier eine Vollzeitkraft reingerechnet, die zum Mindestlohn arbeitet und offiziell angemeldet ist. Das heißt, mit Lohnnebenkosten dabei, die habe ich pauschal mit 25% kalkuliert. Bei diesem Szenario würden jetzt am Monatsende 2.000 Euro übrig bleiben. Dafür stehen viele in Europa jetzt nicht wirklich auf, aber in Paraguay 2.000 im Monat, das ist jetzt schon nicht so schlecht. Davon kann man schon ganz gut leben. Und das ist ein Szenario, was hier, ich meine, wirklich realistisch ist. Dann haben wir mein optimistisches Szenario. Jetzt gehe ich im Januar auf die 95%, Februar und Dezember auf 70% und die anderen Monate rechne ich so mit 30 bis 45%. Dann haben wir im Gesamtjahr
1853 Übernachtungen. Ich rechne übrigens so, wir haben pro Tag 11 Zimmer, habe ich hier immer kalkuliert. Das Zimmer, wo es noch schimmelnd riecht, möchte ich hier nicht reinrechnen. Das fände ich nicht seriös. Was ich nicht gerechnet habe, sind diese beiden Wohnungen, die quasi als eine Art stille Reserve dienen können oder halt als, ja, vielleicht Betreiberwohnung für diejenigen, die dauerhaft da sind. Oder vorne das Objekt an der Straße eben als Rezeption und daneben irgendwie noch eine Küche oder. Von daher habe ich da jetzt keine Mieteinnahmen für gerechnet. Fixkosten bleiben gleich, die Miete und so weiter. Die variablen Kosten könnte ich auch hier wieder verdoppeln wegen Frühstück. Personal habe ich jetzt hier zwei Vollzeitkräfte zum Mindestlohn gerechnet. Und jetzt kommen wir auf 3.185 Euro im Monat, die übrig bleiben. Tatsächlich wäre es ein bisschen weniger, wenn ich das Frühstück noch rausrechne, aber das ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Und mein viertes Szenario wäre gute Ideen und harte Arbeit. Jetzt krempelst du die Ärmel hoch und hast irgendwie gute Ideen, wie du da auch Gäste reinbekommst. Man muss dazu sagen, ich trenne ja hier zwischen der Kurz- und der Langfristvermietung. Also ich persönlich, wenn ich es jetzt betreiben würde, was ich noch nicht ganz ausschließen will, ich muss dann darüber nachdenken. Ich weiß nicht. Also ich rechne und rechne. Und stelle am Ende immer wieder fest, dass ich nur spekuliere und nicht weiß, wie es wirklich vermietbar wäre. Ne? Aber man kann ja auch sagen, man vermietet drei, vier Apartments langfristig. Dann habe ich schon mal, keine Ahnung, ein Tausender im Monat in der Tasche. Damit habe ich die Fixkosten gedeckt. Und die Langfristigkeit geht dann immer bis in den November rein. Und dann möchte ich im November, Dezember, Januar, Februar halt alle Zimmer frei haben für Kurzfristvermietung, weil da geht was. Und so ab Mitte Februar bis Mitte November vielleicht gehe ich dann wieder in Langfristvermietung und habe dann vielleicht statt 11 Zimmer in Kurzfrist am Ende dann 5 oder 6 in Langfristvermietung und nur ein bisschen was in der kurzfristigen Vermietung, sodass ich da beide Märkte bedienen kann. Das Szenario habe ich hier übrigens gar nicht gerechnet. Ich habe immer nur das eine oder das andere. Dann würde man ja hier in den schwächeren Monaten noch mehr Einnahmen haben, denn bevor ich die Zimmer jetzt leer stehen lasse, die restlichen Zimmer, kann ich ja auch zusehen, dass ich es irgendwie langfristig vermiete an Zuwanderer oder an Architekten und Bauleiter. Aber gut, was haben wir hier? 2.557 Übernachtungen in Summe. Eine Übernachtung ist für mich, wenn ein Zimmer eine Nacht belegt ist. Ich trenne hier nicht, ob das mit ein, zwei oder drei Personen belegt ist, sondern ein Zimmer eine Nacht bedeutet eine Übernachtung. Dann haben wir hier also Umsätze von 98.000 Euro. Fixkosten ab, variable Kosten könnte ich auch hier wieder verdoppeln. Dann habe ich am Ende statt 4,7 vielleicht 4,1, schätze ich mal, was pro Monat netto bleiben kann. Netto kann ich nicht sagen. Da würde noch eine Einkommensteuer runtergehen, also 10% auf das, was ich im Monat gewonnen habe. Meine privaten Kosten kann ich auch noch abziehen. Also lass es am Ende 5% nochmal an Steuern sein. Aber das ist es dann auch. Das ist jetzt schon ein sehr erfreuliches Szenario. Ich meine, das ist jetzt nicht unmöglich. Aber man muss dann wirklich den Weg gehen, kurz- und mittelfristig oder kurz- und langfristige Vermietung zu kombinieren und ein paar pfiffige Ideen haben und ein gutes Marketing machen. Dann kann das in diese Szenario hier mit reingehen. Wobei ich jetzt hier bestimmte Positionen wie Marketing und Instandhaltung hier noch nicht gerechnet habe. Gut, das fünfte Szenario ist ein gänzlich anderes. Jetzt würde ich sagen, ach so, bei dem Szenario 4 eben hatte ich übrigens schon drei Mitarbeiter einkalkuliert. Drei Mitarbeiter, die also so 45 Stunden die Woche arbeiten und den Mindestlohn bekommen, offiziell angemeldet mit den Nebenkosten. So, Szenario 5 ist ein gänzlich anderes. Jetzt unterstelle ich mal, das Marketing wird jetzt nicht so groß betrieben, außer vielleicht jetzt in den Telegram-Gruppen, wo Europäern Objekte angeboten werden. Und ich habe kein Personal, ich biete auch kein Frühstück an. Und diese ganzen Dinge fallen alle einfach weg. Und ich bin auch nicht verantwortlich dafür, Handtücher zu waschen oder Bettwäsche, weil das einfach eine langfristige Vermietung ist. Oder ich biete das mit an und sage, ich mache das einmal die Woche. Kann man auch machen, je nachdem, wie man sich das vorstellt. Jetzt habe ich hier in der ersten Spalte dort einen Umsatz pro Apartment pro Monat. 150, 200, 250, 300. Die Frage ist, für wie viel kann ich das vermieten an Europäer?
Jetzt siehst du natürlich, dass meine Spanne von 150 bis 300 sieht. Von daher wirst du wahrscheinlich sagen, naja, 150 sind besser als 300. Klar, für den Mieter ja, für den Vermieter natürlich nicht. Ich meine, ein realistischer Wert von so einem Hotelzimmer pro Monat könnte liegen im Bereich von 250 Euro. Ist nur meine Meinung. Warum meine ich das? Du kannst hier in Paraguay schon Häuser mieten im ländlichen Bereich. Dann hast du so diese Klassiker, hast ein Grundstück dabei, hast zwei Schlafzimmer, insgesamt deine 65 Quadratmeter und dafür zahlst aber meistens auch schon 400 Euro, manchmal 500 Euro. Das ist jetzt nicht wenig. Und wir wissen, dass es viele Auswanderer gibt, die wollen erst mal gucken, wollen Geld sparen. Und wenn die jetzt für 200, 250 Euro irgendwo mieten können, dann ist das attraktiv. Obwohl natürlich der Wohnwert hier ein geringerer ist, weil hier nur ein Zimmer zu mieten ist dann. Und ich jetzt nicht ein Haus mit zwei Zimmern und eigener Küche und allem drum und dran habe. Also der Wohnwert ist natürlich geringer, aber der monatliche Preis wäre es ja auch. Jetzt habe ich in jeder Zeile dort eine Zahl markiert. Wir hatten Fixkosten von 1156, meine ich. Und die grüne Zahl ist immer, da hätte ich den Break-Even erreicht. Also da hätte ich die Fixkosten wenigstens gedeckt. In der ersten Zeile mit dem Umsatz von 150 Euro pro Zimmer müsste ich 8 von 11 vermieten, um wenigstens die Kosten gedeckt zu haben. Bei 200 Euro wären es noch 6 und ab dem 7. mache ich Gewinn. Bei dem dritten Szenario mit 250 Euro, vielleicht auch noch erzielbar, würden schon 5 Apartments ausreichen. Und ich glaube persönlich, die 300 Euro könnten auch erzielbar sein, aber dann muss ich was in die Zimmer reinstecken. Da muss ich dann eine Kochmöglichkeit haben, da muss ich einen Kühlschrank da drin haben und ein vernünftiges Regal oder einen Schrank oder so, wenn ich 300 Euro aufrufe. Das würde aus meiner Sicht mit der gegenwärtigen Ausstattung eher nicht funktionieren. Da müssen die Zimmer einfach schöner sein. Gut, wenn ich jetzt mal auf das 250-Euro-Szenario gehe und es gelingt einem irgendwie 8 Zimmer zu vermieten, 2000 Euro, dann hätte der Betreiber 850 Euro über den Daumen plus. Und nicht so viel Arbeit, weil ich ja Langfristmieter habe. Also das sind Szenarien, die treiben mich gerade so ein bisschen an und ich überlege halt, ne, wie gut kriegt man das gefüllt. Jetzt habe ich ein paar Fragen an dich als Zuschauer und gleich kommt noch eine E-Mail-Adresse auf der letzten Folie, wo du die Fragen beantworten könntest, wenn du an der Umfrage teilnehmen möchtest. Die erste Frage wäre, hat jemand weitere Ideen für die Nutzung des Objektes? Da glaube ich, dass die Schwarmintelligenz, also wir alle gemeinsam, wahrscheinlich mehr bringt, als wenn ich nur alleine drüber nachgrübel oder mit Lia gemeinsam. Vielleicht gibt es noch tolle Nutzungsmöglichkeiten. Die zweite Frage wäre, gibt es potenzielle Langfristmieter? Du hast jetzt viele Bilder von dem Objekt gesehen. Gehörst du zu den Menschen, die jetzt irgendwann im Jahre 2023 noch nach Paraguay kommen und die sagen, ich brauche eine gute und günstige Erstunterkunft und da bleibe ich dann 1, 2, 3, 4 Monate, bis ich mich in Paraguay ein bisschen orientiert habe und das, was da angeboten wird, das kommt in Frage? Dann schick uns gerne Nachricht. Wir würden dann für uns oder für den sonstigen Betreiber, wenn es jemand betreiben möchte, diese Kontaktdaten sammeln. Und wenn jetzt jemand damit starten möchte, hätte er hoffentlich dann schon einen gewissen, ja, Fundus an potenziellen Mietern, sodass es eben nicht mit null losgeht, sondern unter Umständen die Fixkosten im ersten Monat schon gedeckt sind. Das wäre ja schön. Meine Frage wäre an dich, was würdest du da pro Monat bezahlen? Realistisch gesehen, klar, kannst du jetzt sagen 5 € pro Monat, aber das ist ja nicht realistisch. Also dafür wird es das nicht geben, weil der Betreiber ja sofort Verlust machen würde, ne? Also bei den Zahlen, die ich genannt habe, wo würdest du dich da einsortieren? Und würdest du vielleicht auch 300 bezahlen, wenn das Zimmer schön gemacht wird mit Dekoration und Bildern und Kühlschrank und Herdplatte und sowas? Ist das dann eine realistische Option? Und wie lange würdest du bleiben? Ist das für dich eher eine Erkundungstour? Dann ist man ja vielleicht eine Woche oder sowas nur vor Ort, vielleicht mal zwei. Oder geht es eher um die ersten 1, 2, 3, 4 Monate einer Auswanderung, um sich zu orientieren und vielleicht die finale Parkposition dann zu klären, wo man dann langfristig wohnen möchte. Frage Nummer drei, hat jemand Interesse, das Objekt zu betreiben? Wir, also Lia und ich, überlegen, wie gesagt, so ein bisschen. Wir überlegen manchmal so Touren anzubieten, vielleicht einem Frühjahr, einem Herbst, so Erkundungstouren. Und dann bräuchten wir ja auch Zimmer. Aber damit würden wir nicht das Objekt das ganze Jahr füllen können. Also so weit geht unsere Marketing-Power dann leider dann doch nicht.
Aber wenn das jemand anders betreibt, dann kann man da schon mal drüber nachdenken, dass wir da kooperieren oder auch ein bisschen Marketing machen. Weil unsere ehrlichen Interessen sind, wir haben im Grunde genügend Arbeit auf dem Schreibtisch hier. Also wir haben keine Langeweile, die haben wir noch nie gehabt. Wir haben genügend Ideen und die Videokanäle und alles. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich mit dem Objekt viel Geld verdiene und viel Arbeit reinstecke oder ein ganz kleines bisschen verdiene, aber auch nur ein ganz kleines bisschen Arbeit reinstecken muss, dann wäre das Zweite mein Wunsch. Das heißt, wenn das jemand betreiben möchte und wir jetzt mit unseren Marketingmöglichkeiten der Paraguay Pioniere unterstützen können, oder wenn wir mal Zimmer irgendwie bekommen und zum günstigen Preis anbieten können, dann ja, kann man drüber reden. Oder wir machen Marketing, wir füllen demjenigen, der das dann betreiben möchte, das ein oder andere Zimmer, möchten sicherlich dann ein bisschen was dafür haben. Aber wenn wir am Ende des Monats da irgendwie 200, 300 € extra haben und dafür haben wir jemandem geholfen, so ein Ding da zu betreiben, sind wir offen. Also da können wir gerne mal drüber sprechen. Und Nummer 4, besteht Interesse an so einer Paraguay-Erkundungstour? Ich unterscheide bei Paraguay-Erkundungstour und Paraguay-Auswanderungstour. Erkundungstour sind für mich die Menschen, die nach Paraguay kommen, um rauszufinden, ist es das jetzt oder nicht. Die wollen sich meistens innerhalb von 2, 3 Wochen verschiedene Dinge angucken, verschiedene Landesteile. Wasserfälle wollen sie sich mal angucken, dann vielleicht den permanenten Aufenthalt beantragen oder den vorübergehenden erstmal. Und dafür könnte man eine Unterkunft gebrauchen in der Region, vielleicht auch in weiteren anderen Regionen, wenn man eine Rundreise macht. Und der Aufenthalt kann eine Woche dauern oder 2 oder vielleicht auch mal 3. Aber das ist in jedem Fall ja sehr temporär. Und so eine Erkundungstour kann dann für solche Menschen so sein, dass man halt ja andere Städte besichtigt, mal nach Asunción fährt oder auch nach Luque oder Caacupé oder Arigua oder weiter weg Richtung Independencia oder nach Encarnación, Huonao, Bella Vista runter zu den Wasserfällen. Das sind alles Möglichkeiten. Man kann auch weitere Touren machen, Baumärkte oder was weiß ich, wo kriege ich in Asunción, im Großraum Asunción, deutsche Produkte. Und eine Einkaufstour. Wir haben jetzt über 5 Jahre hier die Einkaufsmöglichkeiten kennengelernt. Wir wissen jetzt, wo wir was kriegen. Wir hätten uns persönlich gefreut, wenn jemand in der ersten Woche zu uns gesagt hätte, hey, ich zeige euch jetzt mal, wo ihr hier was bekommt. Das wäre cool gewesen, aber hatten wir halt nicht, ne? Also auch da kann man mal das als eine Tour machen, dass wir mal bestimmte Dinge zeigen, wo wir persönlich einkaufen. Das geht nicht nur darum, wo kriege ich was, sondern auch, für welche Preise kriege ich das. So nach und nach kriegt man mit, wo man die günstigen Dinge bekommt. Und das kann sich auch schon lohnen. Und das trenne ich gegenüber einer Paraguay-Einwanderungstour. Wenn jemand kommt, um einzuwandern, dann hat er kein Rückflugticket und dann weiß er, er wird jetzt lange bleiben. Aber er weiß vielleicht noch nicht, wo er langfristig bleiben wird. So ging uns das zumindest. Wir haben die ersten 3 Monate in Ferienimmobilien gelebt. Dann haben wir uns unser erstes kleines Häuschen gekauft und dann haben wir in Ruhe richtig gebaut. Aber bis das dann fertig war, da waren wir halt schon über 2 Jahre in Paraguay. Und in der Situation möchte der ein oder andere vielleicht eben auch wissen, wo er mal für 1, 2, 3, 4 Monate wohnen kann. Und das wäre auch interessant, wenn du zu den Menschen zählst und dir vorstellen kannst, dass das hier in dem Hotel Cielo Azul sein kann. Oder wenn du Interesse an so einer Paraguay-Erkundungstour hast, stell dir vor, du wohnst im Cielo Azul mit, keine Ahnung, 18 oder 12 anderen Auswanderern. Und wir machen mit dem kleinen Bus gemeinsam Touren. Ich stehe dann da mit dem Mikro und erzähle einfach alles, was mir zum Thema Paraguay einfällt und was dir in irgendeiner Form weiterhelfen kann. Hast du Lust auf sowas? Also macht es das Sinn, dass wir so eine Tour mal im Detail ausarbeiten und sowas anbieten? Falls ja, sag bitte mal Bescheid. Also es gibt genügend Themen, über die wir reden können, weil wir einfach in unseren 5,5 Jahren sind es mittlerweile fast, einiges erlebt haben. Sei das jetzt Hauskauf und Abwicklung und Hausbau, Hausrenovierung, Immobilienmakler, Autokauf, Autovermietung, Versicherungsschaden, weil hier jemand die Scheibe beim Auto eingeschlagen hat. Wir haben das alles erlebt. Also wir haben einige Erfahrungen gesammelt, die wir auch gerne mit den Zuwanderern dann teilen möchten. Das wäre nochmal ein Video wert. Ich habe so viele Fotos gemacht damals. Da schlagen die beide Scheiben ein, Fahrer und Beifahrer. Was soll der Scheiß? Da reicht doch eigentlich eine, um den Knopf hochzumachen und die Tür zu öffnen.
Stattdessen machen die beide Türen kaputt. Vielleicht war es auch ein zweiter Einbrecher und der hatte nicht gesehen, dass das Auto schon offen war. Ich weiß es nicht. Aber egal. Ist nicht das Thema heute. Frage 5 habe ich im Grunde eben schon mit abgehandelt. Ich hatte nur vergessen, dass ich vor einer Viertelstunde diese Folie gemacht hatte. Paraguay-Einwanderungspaket. Das könnte eben auch noch so was sein. Also wenn man jetzt neu ist im Land und sich nicht auskennt und kein Spanisch kann, besteht ein Interesse daran, dass irgendjemand da ist, der einem so mit den wichtigsten Punkten hilft. Du musst ja erstmal irgendwie eine SIM-Karte haben. Dann hast du deine Einwanderungshelfer, mit dem du halt den Aufenthaltstitel beantragst. Willst vielleicht irgendwann mal ein Auto kaufen. Allein das Thema Autokauf mit Vertrag schließen und Zulassung und so, das ist gut, wenn man jemanden dabei hat, der das mal gemacht hat. Einkaufsmöglichkeiten kennenlernen, hatte ich angesprochen. Und dann halt eine Weile im Cielo Azul wohnen. Wäre das was? Sag mal Bescheid, ob das für dich eine mögliche Option wäre. Ja, wenn dich irgendwas davon anspricht oder wenn du was dazu sagen möchtest, schick uns gerne E-Mail an post@paraguay-pioniere.com. Ich würde mich in jedem Fall freuen. Ich betrachte das alles mal so als gemeinsames Brainstorming. Ich finde das Objekt erstmal interessant irgendwie. Also ein ganzes Hotel für 900 € im Monat mieten, wo gibt es dann sowas? Das gibt es in Paraguay. Und das wäre schade, wenn diese Gesamtoption an der europäischen Gemeinde in Paraguay vorüberziehen würde. Wir denken selber drüber nach, aber so richtig rund ist unser Konzept, glaube ich, noch nicht. Und von daher die Frage an euch, gibt es von euch jemanden, der das Projekt betreiben möchte, der sich das mit uns irgendwie teilen möchte, wie auch immer, oder haltet ihr das für kompletten Käse und sagt, da würde ich niemals einziehen? Wäre schön, einfach mal ein Feedback von dir zu kriegen und dann können wir die richtige Entscheidung treffen. Dann ist es wichtig, vorher Marktforschung zu machen, um dann nicht irgendwie jetzt Erwartungen zu haben, die sich nachher nicht erfüllen. Eine Sache noch, die Vermieterin sagt mindestens 6 Monate. Wenn ich 6 Monate mieten würde, würde ich gucken, dass ich den November bis Januar, Februar dabei habe, damit ich eben die Hochzeit dabei habe. Aber offen gestanden, ich hätte keine Lust, das in den Monaten selber zu betreiben. Ich habe echt andere Hobbys. Aber ich weiß, dass man in den Monaten speziell damit gutes Geld verdienen kann. Und da mag es den einen oder anderen geben, der vielleicht auch aus dem Hotelfach kommt und sagt, wunderbar, das ist genau das, was ich gesucht habe. Da kann man Geld mit verdienen und das möchte ich gerne machen. Warum nicht? Ja, und die letzte Information noch, 6 Monate Mindestmietdauer also. Und natürlich wird die Vermieterin, die Miete irgendwann erhöhen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, weil ich keine Lust auf diese Geschichten habe, dass man da investiert. Vielleicht auch eigenes Geld investiert und da Bilder anschafft und Kochplatten und Kühlschränke reinstellt. Ja, und irgendwann nach einem Jahr verdoppelt sie die Miete und dann sagst du, nee, dann lohnt sich das nicht mehr. Und dann hast du zu Hause im Wohnzimmer gestapelt irgendwie 12 Kühlschränke. Das ist ja auch doof, ne? Also das muss man vermeiden. Ich habe das mit ihr konkret angesprochen und was sie mir sagte, ist klar, sie möchte die Miete gerne erhöhen. Und mein Vorschlag, dass man das im Vorfeld für den Mieter sehr flexibel gestaltet, dass man zum Beispiel sagt, der Mieter hat immer eine Option, dass der Mietvertrag sich verlängern kann, damit man sich da langfristig was aufbauen kann. Und wenn er sich verlängert, erhöht sich die Miete jedes Jahr um die Inflation oder um, keine Ahnung, 10% oder sowas. Das ist nicht wenig, 10% jedes Jahr, aber in jedem Fall ist es keine Verdopplung. Und wenn ich 7 Millionen bezahlt habe und das etabliert habe, dann bringen mich die 7,7 Millionen im Jahr drauf auch nicht um. Das wird nur irgendwann in der exponentiellen Phase unangenehm, aber dann, ja, das wäre noch viele Jahre hin. Das ist also so Vorstellung von der Vermieterin. Das solltest du auch wissen, dass du das einschätzen kannst. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir die Präsentation gefallen hat, dann gib dem Video bitte unbedingt einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, wenn du es nicht sowieso schon getan hast, und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Vielen Dank im Voraus für das Ganze und ich freue mich drauf, dich in einem der nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße aus Paraguay. Ciao, ciao.